Schneechaos in ganz Europa, 12 Lawinentote in Chamonix. Ohne den Angeklagten Franz Fuchs wurde heute der Prozess in Graz fortgesetzt. Rückkehr unserer erfolgreichen Skidamen, Weltmeisterin Götschel und Vize-Weltmeisterin Dorfmeister sind wieder zu Hause. Und in einem Satz zusammengefasst das Wetter. Im Westen Auflockerungen, morgen vor allem im Osten Schneefall. 13 Uhr, ich begrüße Sie zu dieser Zeit im Bild. Thema Nummer 1 natürlich das Schneechaos in weiten Teilen Europas. Wieder zwei Selbstmordanschläge in Israel. Gesperrte Straßen in Wien sollen Zusammenstöße bei den Demonstrationen heute verhindern. Terroranschlag in Pakistan, Bus explodiert, 10 Franzosen tot. Und die Schlagzeile zum Wetter, es wird morgen anhaltend warm. 13 Uhr, hier ist noch einmal die Mitte. Derzeit kein Truppeneinsatz, aber Putin droht weiter mit Militär. Eine friedliche Lösung der Krim-Krise möchte die Bundesregierung. Zurück zum Start, Strasser-Prozess, die zweite. Das Wetter wird wechselhaft. Herzlich willkommen bei der Mittagstipp am Dienstag. Wladimir Putin gibt dem Westen salopp gesagt warm-kalt. In Teilen Europas haben die hohen Infektionszahlen nun Konsequenzen. In Tschechien tritt der Gesundheitsminister zurück. In Madrid sperrt man Bezirke ab. Grippeimpfung für Kinder, die gibt es nun gratis. Im Gegensatz zu Corona sind die Verläufe bei Kindern oft schwer. Weißrusslands Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja fordert bei ihrem Besuch in Brüssel einen runden Tisch mit Machthaber Lukaschenko im ZIP-Interview. Sonne und einzelne Schauer bringt das Wetter. Innerhalb Europas steigen derzeit in Spanien und in Tschechien die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Gedenken, die Staatsspitze traut um die Corona-Toten in Österreich und im Bundeskanzleramt wird wieder beraten, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll. Wir schalten live zu Simone Striebel. Sanktionen gegen Russland, die USA verschärfen ihre Gangart. Das Verhältnis wird auch unter Joe Biden nicht einfacher. Abschied von Prinz Philipp. Die Vorbereitungen für das Begräbnis morgen laufen auf Hochtouren. Wir schalten live nach Windsor zur Eva Pöcksteiner. Und das Wetter ist und bleibt kalt. Im Bundeskanzleramt gibt es heute wieder einen Corona-Gipfel. Politik und Experten beraten die nächsten Schritte.